Hallo. Ah, herzlich willkommen zurück zu Material Energy 4 Hypercube. Ihr wundert euch, wo ich bin. Das sieht so stark nach Anfang aus. Ja, was soll ich machen? Ja. Also, kurze Erklärung im Hintergrund. Hier ist die Startwelt. Wir haben upgraded auf die Beta 06. Und ich habe beschlossen, von vorne anzufangen. Warum? Ja. Es ging gar nichts mehr. Es war. Wie soll ich sagen? Das erste Biom hat mehr oder weniger mich alles gekostet, inklusive meinem Leben. Ja, jetzt bin ich am Anfang und dachte mir, wenn der Typ so ein cleverer Verstecker ist, dann hat er sicherlich auch was zu verstecken. Ich habe eine Kiste gefunden. Da war ein Greenheart-Kanister und vier Rewards-Bags direkt hinter der Startwand. Clever, oder? Ja, lasst mich euch das so erklären. Ich werde jetzt nicht die ersten Sachen nochmal machen. Ihr kennt das alle. Aber ich nehme mir so ein Bright Obsidian, kann ich das mitnehmen? Zumindest kann ich es kaputt machen. Das nehme ich jetzt mit. Ich gucke dann, sobald wir unten sind. Nein, ich gucke mit euch in die Reward Bags rein, natürlich. Und ich habe noch nichts gemacht. Und schon eine Frying Pan. Impulse Plate. Angel. Und ein Stone Dagger. Okay. Und 30 Magnesiumblöcke, was ich nicht schlecht finde. So, wir fangen wieder an, wie immer. Und wenn ich diesen Knopf drücke, sehen wir uns dann in der neuen Welt. Jedenfalls so weit, wie ich letzte Mal war. Ich weiß noch gar nicht, wo ich euch genau abgesetzt habe, aber ich glaube, ich höre nach der, wenn ich mit dem ersten Special durch bin und mit dem zweiten Special anfange, dann mische ich euch mit. Wir sehen uns. Bis gleich. Ja, okay. Wir sind wieder da, wo wir aufgehört haben. Ach, ja, es war interessant. Ich habe einiges gefunden. Auch diese Sky Stones abzubauen war diesmal wesentlich einfacher, nachdem ich die anständige Picke hatte. Also eigentlich war das alles ziemlich dramatisch und wir hätten es gar nicht so viel dramatisch machen sollen. Aber nun stehen wir vor dem neuen Biom. Ich habe gerade kurz reingeguckt, um so ein paar Fackeln hinzustellen, damit wir nicht direkt wieder in der ersten Sekunde platt gemacht werden. Es gab ein paar dunkle Flecken und ich höre die ganze Zeit Gegrunze. Und ich weiß ja auch schon von der letzten Episode, dass hier unten drunter alles voller Bösartigkeit ist. Und ganz, ganz unten. Mal fährt. Und ganz, ganz unten ist alles voller Gelid Cryoseum. Also sagen wir mal, ziemlich kalt. So, Aufgabe. Wir sollen uns Weizen sammeln. 30 Stück. Also da gehen wir mal mit dem Buch hier durch. Wie mit der Säge. Ich fand immer schon, so ein Buch als Erntemaschine ist perfekt. So. Und ich finde auch einfach draufschlagen und schon bekommt man neue Setzlinge. Habe ich doch richtig aufgepasst in der Schule. So, drüben an ist das. Ne, nebenan ist das drüben an. Drüben an, das Wort gibt es nicht, aber jetzt. Also drüben ist das nächste Feld. Ich weiß nicht, was der Gaul hier soll. Er ist aus Fleisch. Was? Seabiscuit, der hat sogar einen Namen. Seekeks? Okay. Dann eben Seekeks. Hallo Seekeks. Ja, letztes Mal bin ich ja hier mehr oder weniger mitten in einen verzweifelten Kampf nach dem anderen gelaufen. Und ein wieder. Glücklicherweise diesmal nicht. Weil ich noch nicht angefangen. Und ich muss mir was einfallen lassen, wie ich das mache. Denn ich werde definitiv nicht einfach hier wieder in den Keller buddeln. Aber diesmal machen wir eins nach dem anderen. Ich weiß, da oben ist noch eine Chest. Seht ihr sie? Das heißt, ich muss hier irgendwie nach oben. Da gucken wir doch mal, ob wir da oben drauf können. Können wir. Jupp. Aber wir können nicht nach oben, ohne uns selber den Weg hochzubauen. Mit Ghastly Wool. Zack. Oh, jetzt wird es auch direkt rot. Ich mache mal eine Fackel drauf. Oder hier ran? Geht eine Fackel? Nein, aber da. Alles klar. Ja, ich möchte nur nach oben. Lass mich nach oben diese tolle Kiste einsammeln. Und da oben ist auch was Rotes. Also von daher. Oh, ich habe ein bisschen Schiss. Ich meine, ich mache auch ein bisschen Blödsinn. Da ist auch. Ich finde, der hat so ein paar fiese Stellen gelassen, wo man immer so überrascht werden kann. Weil so eine Kante gibt es da drüben natürlich nicht. Also machen wir als Erkennungsmerkmal haben wir die Ghastly Wool hier. Und Kiste. Oh, eine komplette Rüstung. Die nehmen wir noch glatt. Bronzehelm. Bronze Chestplate. 208 Rebelly. Und das ist eine 320. Ich behalte die Damaskusstahl. Bronze Boots sicherlich besser. Und verzauberte Speed
Hosen, damit ich schnell weglaufen kann. Aus den Chains kann man, glaube ich, was ein Kettenhemd machen. Naja, also die Reward Bags, die werden wir uns mehr auf der Wolle stehend unter den Nagel reißen. Nein, ich gehe jetzt nach unten. Ich bin anständig. Und hier unten drunter ist alles voll. Also das ist eigentlich, das passt, das ist wirklich ein Biotom ist oder Biob, Biob, weil es ist eine Kugel. In der unteren Hälfte der Kugel ist das Tote, hier oben ist alles schön. Wer das gebaut hat, ist ganz krank. Und wir leider müssen unter leiden. Beziehungsweise ich. So, erstmal die Kisten gucken. Golden Lasso, ein Träum. Und noch eins. Ich wollte immer schon goldene Lassos haben. Weil ich ja unheimlich gerne Mobs einfange. Hallo Gaul, hallo Seabiscuit. Und hast du auch einen Namen? Ja, White Sheep. Improve Minecraft. Dort oben sind Kartoffelkiss. Und hier runter geht's. Ich weiß noch nicht. Ich gehe nicht fest ab. 100 Weizen. 30 Weizen, 100%. Oha. Farmer. 125 Karotten und 125 Potatoes. Gibt da immerhin ganz gute Sachen von. Problem ist nur, wie mache ich das? Will ich das wirklich mit Bone Meal machen? Mache ich es mir so einfach? Und das ist ganz, ganz unten, ist dieses Jelly Cryoseum. Da komme ich hin, so ist es nicht. Außen runter. Und das da sieht auch sehr seltsam aus, wie so ein Signal. Und wie ihr feststellt, habe ich alles voller Moos. Das heißt, meine Sachen reparieren sich auch von ganz alleine. Und ich habe hier dieses farbige Zeug. Ups, ich komme nicht rein. Oh. Dort unten ist alles böse. Und ich habe nur Wolle bei, um den Weg nach unten zu bahnen. Vermutlich brauche ich die Wolle noch für andere Dinge. Ach komm. Außen ist das rot, muss auch nicht sein. Machen wir erstmal eine Fackel hier hin, dann gehen wir zurück, geben unsere guten Sachen ab. Wir haben die Fehler ja oft genug gemacht. Und ich weiß, auch wenn man sich ganz genau in der Mitte runtergräbt, hat man eine bessere Chance, das alles irgendwie zu beleuchten. Diesmal habe ich einen Plan. Also, ich werde mir dieses Jelly Cryoseum nehmen oder Wasser. Wasser gibt es hier zwar auch, aber das ist. Was war hier? Das war nötig für andere Dinge. Ja, so weit, so gut. Wir leben. Alles gut. Dann gucken wir mal, wie wir jetzt weitermachen. Ja, okay. Ich habe Bobcast Dirt dabei und habe gerade Thundercats in der blöden Kiste gefunden. Und noch ein goldenes Lasso. Jetzt habe ich ein Horse, Waffel. Den Minimi Joshua McCairns, hier GM McCairns. Und ja, hier diesen Sergeant Mace, die einzige, womit ich habe. Aber wenn ihr mal guckt, ja, die hat 5 Attack Damage. Da hat ja selbst meine Sanguinit Shovel. Ja, kriegst du mit der Schippe einen drüber. Naja, eigentlich würde ich mir gerne eine Scythe, also eine Sense bauen, die hier. Ich habe aber nichts, also Flint will ich nicht. Obwohl, was haben wir denn hier? Ich weiß nicht, was härter ist, Flint oder Bone. Ich vermute mal Flint. Deswegen bauen wir. Aha, Moment. Ich brauche ja diese Tool Forge. Tool, sonst kann ich das Ganze vergessen. Lass mich gucken, wo ist sie? Tool Forge. Ja, in zig Varianten. Tool Station, Tool Forge. Was brauchen wir? Seared Bricks. Ach, ist ja schön. Seared Bricks, wie bekommt man die? Weshalb will ich nicht? Man schmilzt Grout. Okay. Grout ist Clay, Sand und Gravel. Clay, Clay, Clay. Ich habe nur farbigen Clay, oder? Clay, 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 Clay. Ja, Redstone Clay. Und der geht nicht mehr. Den könnte ich ja entfärben. Warte mal, geht das? Entfärben? Probieren wir mal. Komm, lass mal gucken, ob ich da, wenn ich Bone Meal nehme. Ne, dann habe ich einen weißen. Ne? Naja, brauchen wir gar nicht erst. Ja, macht keinen Sinn. Lassen wir mal schauen, ob es noch Quests gibt. Also das Coliseum einsammeln, Chrysium einsammeln, die Coral Vault, das ist für mich das Ende für dieses Level. Der Certus ist unter der Biosphäre. Ja, hier natürlich noch die Farben. Ich habe immer noch die beiden. Ja, und die Toolforge. Leider, 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 leider. Ach, da gibt es auch eine. Gut, da gibt es eine Waffe für, wie ich das gerade sehe. Ach ja. Es ist ja nicht so, dass es unmöglich wäre, ja? Ich habe ja immer schließlich diese Cauldrons. So, gehen wir mal davon aus. Ich stelle hier den Cauldron an die Wand. An die Wand. So, und drunter würde ich eine Fackel packen. So, jetzt könnte ich da Cobblestone reinmachen. Aber dafür brauche ich einen Cobblestone-Generator.
Earl Cobblestone Generator. Das ist, der heißt Extruder, ist das, ne? Extruder. Wie heißt alle Extruder? Da. Ingenious Extruder. Einzig. Oh, okay. Glas, Koppergier, pneumatisches Servo, Machine Frame. Thickened Glas und Angmallen-Ingot. Ach ja, also, ich glaube, es geht hier ums Erobern und Prügeln und erst in zweiter Linie um andere Dinge. Ach so. Ich nehme die Tanks mit. Hab ich hier drin? Nein. So, schauen wir mal da. Portable Tank, 1, 2. Und ich denke mal, ein von denen behalte ich. Aber ich werde im Alloy-Smelter, also muss ich den hier abbauen. Mal her. Ja, dieser Sound, der kaputte Bock. Werde ich auch wie das letzte Mal schon die schmelzen. Ja, obendrauf. Läuft. So, und da nehme ich diesmal die Cauldron. Cauldron. Fantasy Block. Kann man die schmelzen eigentlich? Weiß ich gar nicht. Ich werde mal probieren. So, das Ding heißt Cauldron, oder? Kann ich hier schreiben. Habe ich hier alle rausgenommen? Ich kann natürlich nicht lesen, oder? Ich bin blind. Achso, man kann es hier ausschalten. So. Sorry, first ist sich bis ich war. Da, Cauldron. Ja, das ist halt egal. Ja, dann schmelzen wir mal das einen rein. Ich glaube, da gibt es drei von. Da könnte ich eine Facette machen und aus dem anderen mache ich einen Eimer. So, ein Eimer ist immer ganz gut, glaube ich. Und ein Eimer ist auch wichtig. Jeder sollte einen Eimer haben. Sonst kriegt das ganze Zeug ja gar nicht eingesackt. So, und aus den zweiten drei werde ich jetzt eine Facette machen. Ne, da brauche ich auch Seared Bricks für. Ja, ich lasse das Iron Ingot erstmal hier. Wer weiß, wer weiß. Naja. So. Also, ich habe genügend Dirt. Ich werde jetzt zwei Wege gehen. Also, ich werde versuchen, hier am Rand, also da gegenüber hinten, runterzukommen. Warum gegenüber? Keine Ahnung. Weil vielleicht der Weg der Monster zu lang ist. Und hier genau in der Mitte, also es dürfte 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bögen geben. Also zwischen dem dritten und dem vierten Bogen nach unten bauen. Hier. Ja, mach mal ruhig Theater. Ich bin mal gespannt. Diesmal machen wir. Gehst du weg? Diesmal baue ich hier vorne einen Scharfschutz. Geh! Husch! Mäh, mäh, mäh. Ja, beschwer dich ruhig. So, hier drin natürlich Licht anmachen. So, und solange ich da unten bin, machen wir hier die Luke dicht. So, jetzt gucken wir mal. Oha. Hier ist schon eine Öffnung. Ist das gut? Ist das schlecht? Ich gucke mal nach. Das ist, führt unten drunter durch, richtig? Ja. Hallo. Hallo. Wenn ich jetzt hier oben rein Skelly runterschießt, wäre ich eigentlich ganz gerne dabei, das nicht zu haben. So, okay. Guck mal nach, was hier hinter ist. Also ich finde das schon nicht schlecht. Jetzt haben wir dann mal eine Sicht. Jui. Hallo. Nein, mein Freund. Kannst du gerne versuchen, hochzukommen. Überhängen, da geht noch nicht so viel, ich weiß. Doch hier der Runterfallschutz. Naja. Ihr könnt euch da auch unten treffen mit 10 Mann und eine Kaffeeparty feiern. Ich werde das diesmal, will ich mich nicht auf irgendwelche Nahkämpfe einlassen. Ich gehe außen nach unten. Wir holen uns das Kryoseum und sind dann erstmal weg. Na, das ist natürlich falsch gewesen. So. Und das Schöne ist, man kann das wegmachen, den Block, und den einfach hinklatschen. Und jetzt sind wir am Rand.
So, und jetzt am Rand werden wir jetzt uns die Treppe den Rand herunterbauen. Und zwar in diese Richtung. In der Wand. Schön nirgendwo, dass es nicht geht. Ich habe die ganze Zeit einen schönen Ausblick auf die Mobs, die hier so um die Ecke laufen. Die machen wir mit Licht an. Und da wir keinen Besuch wollen, machen wir hier auch zu. Haha, da hochgekommen bist du, ja? Blödes Viech. Alles kein Stress. Diesmal nicht. Ja, letztes Mal diese Kämpfe, ich dachte, ich wäre im Krieg hier. Ja, das kann nicht sein. Jetzt würde ich euch für den Boden einfach wegbauen. So finde ich das ehrlich gesagt ganz gut. Und hier machen wir nochmal eine Fackel hin. So. Ja, die Picke, die heilt sich dank dem Moth, das ich gefunden habe. Und da will ich auch hin unten. Ab hier brauche ich das dann, glaube ich, nicht mehr. Jedenfalls nicht mehr. Die können natürlich in dem Eis nach oben krabbeln, aber es reicht mir so eine Brustwehr. Weil Spinnen können nicht über Überhänge klettern. Jetzt gehen wir mal alle Ruhe mal ein Stück tiefer. Fackel hier hin. So läuft das schon ganz gut. Da aufpassen, dass die nicht kaputt geht, weil die heilt sich nur selber. Also da ist kein Heilen möglich mit Werkzeug, weil mir fehlt dieses Material, das ich dafür brauchen würde. Und wir werden irgendwo schön in der Ecke ankommen. Bisschen Licht hier. Und ja, wisst ihr was? Ich schaue mir die ganze Sache mal an und esse dabei erstmal einen Keks. So, na Freunde, ihr macht hier schön Trouble. Was ist das? Ist das ein Reaktor? Ne, das ist das Kryosteum-Zeug. Ach, ja, nanu. Seht ihr das? Man braucht theoretisch. Ja, man kann schon nach unten, aber man braucht es nicht. Da ist ein Reaktor. Oder was auch immer, wo ein Tank. Ja, ein Tank, ein Tank, ein Tank. Den kann man doch bestimmt auch anzapfen, oder? Wir gucken uns den mal von der Seite an. Vermutlich gibt es ja den optimalen Weg und ich habe keine Ahnung, wie das zu funktionieren hat. Aber ich habe auch nirgends was gelesen, ja, dass da steht, oh, wenn du hier in dem Biom bist, dann mach es doch folgendermaßen. Oder habe ich was übersehen? Lass uns mal hier ins Questbuch gucken. Hier, wo waren wir denn? Hier. A Reservoir of to heap the shield down. Ja, toll. Er sagt mir, sammel das da vorne ein. Das ist das Reservoir. Schön. Aber dann müsste ich ja bei euch hier rein in diesen tollen Kubus. Nee, lass mal. Wir analysieren das einfach von der Seite. So, ich baue jetzt die Treppe runter und ich würde sagen, oh, schaut euch das an, da wird es jetzt zäher. Die ist auch fast kaputt, aber immerhin. Ihr braucht das nicht angucken. Ich gehe jetzt hier runter und sobald ich unten bin, ja, nehme ich euch wieder mit. Ne? Ja. Was soll ich sagen? Mir ist eine Aufnahme abgestürzt. Die hat einfach nicht aufgenommen, wie sie sollte. Was habe ich gemacht in der Aufnahme? Ich kann es kurz zusammenfassen. Ich glaube, wir haben nicht so viel verpasst. Ich habe den Weg hier runtergebuddelt, in alle Richtungen das verbreitert, habe überall kleine Nebengänge erschaffen, zu gucken, inwieweit denn die Mobs hier rumlaufen. Natürlich habe ich auch den Weg da hinten runter gemacht und habe schon eine Menge von dem Kryotherium-Zeug eingesammelt. Kann man hier runtergucken? Man sieht das? Nein, ich gehe bis zum Rand mit euch. Ganz Ende am unten, nein, ganz Ende, ganz am Ende unten habe ich dann halt hier zu diesem eine kleine Plattform gebaut und angefangen. Ihr seht hier diese Veränderung des Bodens. Da habe ich das Kryosium abgezwapft, in Eimer gestopft und dann in die Tanks gebracht und das Ganze nach oben transportiert. Dann habe ich angefangen, hier im mittleren Bereich Gel Kryosium auf die Monster herunterregnen zu lassen. Das hat funktioniert, zum Teil jedenfalls, weil an einigen Stellen jetzt nichts mehr spawnen kann. Ja, wenn ich jetzt mal hier die Erde wegmache und dass man den Kompress dort und nochmal runter gucke, seht ihr, dass da unten, wenn ich jetzt immer F7 drücke, dass an den Stellen nichts mehr spawnen kann. Aber bevor ich jetzt dann, auch der Plan war bis vor eben, ja, bis vorhin noch auf jeden Fall noch, ja, wir machen alles voll davon und danach räumen wir auf und machen Fackeln hin. Mittlerweile habe ich eine neue Idee, aber ich will euch das Ende der letzten Folge, dass es dann wieder funktioniert hat, nicht
ja, mehr oder weniger vorenthalten. Und deswegen habe ich euch gesagt, wie weit wir gekommen sind. Ich habe auch ein paar neue Gegenstände im Inventar, das werdet ihr sicherlich feststellen. Nur erst sollte ich das Ende der letzten Folge euch zeigen. Und bevor ich dann mit der nächsten Folge und mit dem neuen Geistesblitz, wie ich dieses blöde Ding hier endgültig in den Griff bekomme, beenden. Denn ich habe eine Idee und ich bin gespannt, ob sie funktioniert. Aber erstmal das Ende der Folge. Etwas konfus heute. Bis gleich. So. Hat es geklappt? Ich habe einiges von dem Zeug wieder auf die Viecher runterfallen lassen. Warum auch nicht? Ja, da wo das Zeug auf dem Boden aufkommt, kann nichts mehr spawnen. Je weniger spawnen kann, desto mehr Sicherheit habe ich. Und ich sehe keine Schwierigkeit, jetzt diesen ganzen Kubus zu umrunden und von oben überall das Zeug reinregnen zu lassen. Ganz ehrlich, keine Probleme mit. So, den Tank einmal drauf, einmal klicken. Wie viel fehlt mir jetzt noch? Einmal schauen wir nach. Noch drei Eimerchen. Also hin, einmal eins. Zwei und drei. Das war's. Das restliche Zeug behalte ich erstmal. Komm her. Quest ist erfolgreich abgeschlossen. Und wir bekommen eine Reward Bag. So. Schön, schön. Ja, die kristallinen Certus-Kristall. Sie brauche ich 200 Stück von. Die sind sehr, sehr gut. Die kann man für AE-Maschinen gebrauchen. Das hat er auch gesagt. Was ist das hier eigentlich? Ach so, die Schippe, die sieht seltsam aus. So, die ist aufgestiegen, deswegen. Leider immer noch, sagen wir nicht, zum Reparieren. Aber wir haben hier Autorepair auf unserer Mattock und auf unserer Pickaxe. Es dauert. Die ist ja bei 21. Ja, es ist 22. Es dauert aber sehr langsam halt. Ja, ihr seht, ich habe natürlich nichts mehr an, weil ich gerade gestorben bin. Das scheint ja hier ein Hobby zu werden. Deswegen dachte ich, ich setze mal eben wieder alles auf. Gut. Und schau mal in die Questbooks rein. Oh, nicht schlecht. Ein Slime Broadsword. Repairmaterial, blauer Schleim. Alter Schwede, seltsame Sachen, was da passieren. Aber gut, ein Breitschwert. Ich mecker nicht. Ich mecker auf keinen Fall. Packen wir die Dinger, lasse ich mich mit. Da kann man schön bauen mit. Das können wir mal abgeben. Einer reicht. Den Eimer behalte ich. Es reicht mir auch 64. Brauche ich nicht. Der hat meinen Kopf. Ja. So. Und einen Rosenbusch. Gut, gucken wir nach, ob wir noch was machen können. Zertus Quarz. Also, ich werde den ganzen Raum voller von den Untoten befreien, indem ich überall einfach von oben was reinkippe. Das ist der Plan. Ganz ehrlich, ich muss mal weiterkommen. Und die Toolforge ist auch spannend. Na, ich weiß noch nicht, was ich brauche. Ich finde, if I collect enough metal. Was soll das denn bitte heißen? Ich denke, wir brauchen da. Da ist sie doch, oder? Nein, das ist der Toolforge. Wieso aktualisiert er nicht? Wieso aktualisiert er nicht? Geht das nicht mehr? Muss ich mir auch angucken. Ich würde ganz gerne die Toolforge bauen, aber er scheint hier mein das nicht mehr zu akzeptieren. Wie dem auch sei, das ist alles Zeug für die nächstes Mal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Oha, wie sehe ich hier aus? Hat Spaß gemacht. Diesmal war es auch besser als beim letzten Mal. Wir sind nur einmal gestorben statt 38 Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt eine schöne Zeit mit eurer Familie oder Freunden. Und ich sage bis dann. Bye, bye.